Also unsere bisherigen Erfahrungen mit dem 11 Support waren die, dass wir immer einen Ansprechpartner hatten, egal ob auf elektronischen Wege oder auf telefonischen Wege. Die Stärken des 11 Supports liegen tatsächlich in der Geschwindigkeit, in der Fragen beantwortet werden und in der Kompetenz. A, der Support muss schnell erreichbar sein. B, es müssen kompetente Leute dort sitzen. Und C, die Reaktionszeit, bis das Problem gelöst wird oder ich eine Antwort bekomme, die muss auch kurz sein. Also wir haben den Anbieter des Managed Service wechseln müssen, weil wir einen Partner brauchten, der seinen Support in Deutschland erbringt und damit datenschutzkonform ist für uns. Wir haben die Sonderkonstellation, dass wir ein Rechenzentrum haben, dass wir zusätzlich ein in der DMZ ein SMGW haben. Also sprich, wir haben zwei Dienstleister, mit denen wir sowieso arbeiten müssen. 11 war der dritte im Bunde. Und was sehr angenehm war, dass wir die technische Abstimmung zwischen diesen drei Partnern outsourcen konnten. Das heißt, wir haben 11 die entsprechenden Kontaktpartner gegeben, die entsprechenden Erreichbarkeiten und sind erst wieder konfrontiert worden mit dem Problem, nachdem es gelöst war. Ich kann mich an kein Problem erinnern, dass wir nicht in einer kurzen Zeit uns zu gegenseitiger Zufriedenheit hätten lösen können. Die Fragen oder Probleme werden von den Support-Mitarbeitern in der Regel schnell und kompetent gelöst oder beantwortet. In der Regel kriegt man eine Antwort bereits am Telefon. In seltenen Fällen oder wenn der Mitarbeiter halt selber mal nachforschen muss, dann kriegt man einen Rückruf, der dauert aber selten länger als eine Stunde oder zwei Stunden. Unsere Erfahrung mit dem Produkt von 11 ist ja, unser Anti-Spam-Dienstleister sind durchweg positiv. Wobei zwei Hauptkriterien für mich immer ausschlaggebend sind. A, ist es die False-Positiv-Rate, das heißt E-Mails, die zugestellt werden sollten, aber es doch nicht wurden. Die ist so gering, wie wir es mit eigenen Mitteln, als wir es auch selber gemacht haben, nie hinbekommen haben. Und das zweite ist natürlich die Hochverfügbarkeit. Und da kann ich mich in den über 4 Jahren, wo wir den Dienst jetzt schon in Anspruch nehmen, nur an eine kleine Störung, die sich unter einer Stunde bewegt hat, erinnern. Und da sind auch keine E-Mails verloren gegangen. Da wurden sie gequeued und halt nur zeitverzögert dem Kunden zugestellt. Der Kontakt zu 11 wird durch uns hergestellt in Störungsfällen hauptsächlich. Es besteht kein Anlass, im normalen Produktionsbetrieb 11 anzurufen, es sei denn, man hat Fragen, wie man das Produkt erweitern könnte. Ein praktisches Störungsbeispiel hatten wir vorige Woche. Da hatten wir einen Ausfall beim Mailversand. Wir bekamen, oder jeder User bekam sofort eine Meldung, dass die Mail nicht zugestellt werden konnte. Diese Informationen haben wir sofort an den Support getragen, telefonisch. Und sogar während des Telefongespräches konnte der Fehler lokalisiert werden und abgestellt werden. Das fand ich toll. Ja, aufgrund unserer wirklich durchweg guten Erfahrungen mit 11 und den Produkten von 11 können wir diese Firma und ihre Dienstleistungen uneingeschränkt jederzeit weiterempfehlen. Ich kann 11 vorbehaltlos weiterempfehlen. Wir würden nicht nur weitere Dienste an 11 auslagern, wir werden weitere Dienste an 11 auslagern. Wir sind jetzt in einer Phase, wo wir die Details dazu klären.